Wir sind auf jeden Fall schon mal schlauer. Automod verändert mich Nachrichten und ich weiß nicht, welchen wegen Wort? Was? Achso, welchen wegen Wort? Wegen welchen Wort? So rum. Wir sind auf jeden Fall schlauer. Wir haben ein paar mehr Infos, mit der wir sie quasi befragen könnten. Ich will trotzdem mal eben hier was mit dem Schalter probieren. Hallo, Honey. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Ja, genau. Keine bösen Wörter. Ich quatsch schon mal mit ihr. Mal gucken. Von den Polizisten erzählen. Andere Themen? In the next few minutes a cop is gonna knock on a door. What are you talking about? Sie sagen, dass der Polizist sie des Mordes beschuldigt. Die Verbindung zwischen dem Polizisten und ihrem Vater erklären. The cop guy says that he was close to your father. He says he was there when he died. This is personal for him. What are you talking about? My dad had a heart attack, sicko. You know that. Könntest du die Wohnung verlassen? Can you? How about you leave the apartment? Are you kidding? I did all this stuff for us tonight. He's gonna hurt us. You gotta go. Just me. You're not gonna come. I can't. It's complicated. Hey, if you want a little alone time, you can just say so. Will you just humor me? Just go downstairs for like 5 minutes. Come on, dude. Cut it out. Toll. Vergangenheit. I'm stuck in a time loop. So there's a cop and a time loop. Yes, yes. Jeez. Look, I know how your father died. How he really died. I don't know what you think, but you better. It was Christmas Eve. He caught you sneaking out. He hit you. How could you? Genau, sie hat uns erzählt, dass der Vater sie geschlagen hat. Und dass es nur ein Unfall war. Look, I'm on your side. On my side? Oh God, look. So war das gewesen. I didn't know how to tell you. Vielleicht sollten wir ihr das vorher erzählen und dann fragen wegen der Wohnung. Talk to me. So then. Sagen, dass ihr Vater laut dem Polizisten zweimal angeschossen wurde. Wait, he was shot twice. What? The cop guy in a previous loop. He told me your father was shot twice. You sure you only shot him once? Of course I'm sure. I didn't execute him. I shot him once and sie hat einmal geschossen. I can't prove it, but I only shot him once. I swear. Why'd you try to sell the watch? We needed the money for the I'm pregnant. I know. I'm sorry. I know. Of course you do. Jesus. I can't do this. I gotta go. Wait. Jetzt geht sie. Dann kommt sie wieder. Why did you have to ask me about it? Why did I tell you? Aber sie kommt ja wieder, ne? Theoretischerweise müsste er die Schalter ja anmachen, ne? Excuse me now. Nee, Discord-Einladung. Will you follow me? Mach ich gleich mal. I'm with the police. Wait. No. Make a noise and I'll break your arm. Back inside now. Könnte ich ihm auch die Schlaftabletten geben? Thank you. What's going on? I have a warrant right here. This will go easier if you cooperate. Hold still! All right! Oh my... Let's go!
Will you come help me? Well, who come help you? My wrist. So, someone is here. I don't know what you... Ja, probier this mal Licht anzumachen, du Dödel. Hab ich die Tür zugemacht? Nee, ne? This is a misunderstanding. Look, I don't know. Geh im Schlafzimmer, los. Der geht nicht ins Schlafzimmer, ne? Scheiße. You're making a mistake. This is... You can't do this. Scheiße. Listen, this is more complicated than you think. Wir müssen die Tür, glaube ich, zumachen. Please, just go. I won't tell anyone. Don't fucking move. Now you, hands behind your back, please. Das geht nicht. Don't move. Oder? You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No. Please, no. This can't be real. This can't be... Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? I don't want to do this. Please. Uh-uh. No playing dumb. Tell me where the watch is. I don't want to do this. Babe, are you... He can't help you. Just you and me. Tell me... Ich hab kein Messer, ne? Me where the watch is, and we all go our separate ways. Please, please, just let us go. Okay, let's pay. Listen. How's your daughter doing? Mistake. Sir? Okay, jetzt bringt er uns um. Mist. It's getting easier. Okay, Welcher Messer? Wir auf? Ja, die Varianten sind cool. Und ja, ich verstehe dein Ärgernis mit dem Bot, aber ich kann dir da gerade nicht helfen. Ich weiß nicht, was für ein Wort das war. Wenn das Wort auf der Blacklist ist, dann ist es auf der Blacklist und das hat schon seinen Grund. Na? Und ich werde das bestimmt nicht rausnehmen, weil einer jetzt der Meinung ist, er müsste das schreiben. Weißt du? Das meine ich damit. Und, das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt auf YouTube hier aufnehme. Hallo YouTube übrigens. Wir unterhalten uns gerade im Chat und alles über 12 Minutes. Und jemand ist darauf erbost darüber, dass es ein Wort gibt, das ihn rausgetriggert hat. Weil das Wort wahrscheinlich auf der Blacklist ist und das hat schon seinen Grund. Und dass man dann schreiben muss, ich find's mies, dass du nicht auf mein Nachrichtproblem mit dem Bot eingehst und den Twitch-Whisper liest, nur weil gerade YouTube nebenbei läuft, dann cutte das halt im Nachhinein raus. Weißt du, es ist immer noch mein Stream. Ja? Es ist immer noch meine Regeln. Das, was ich hier mache, hat Hand und Fuß und ich regel hier alles, ja? Und ich lasse mir von niemandem hier irgendwie vorschreiben, irgendwas zu machen. Wenn du damit nicht klarkommst, dann ist das deine Sache, ja? Ich muss nicht irgendwas machen, weil du gerade das möchtest. Verstehst du? Na? Ich könnte ja genauso zu dir sagen, sieh mal zu, dass du jetzt irgendwie aus deiner Wohnung rausgehst oder keine Ahnung. Oder scheiß einfach mal neben das Klo. Weißt du? Das ist eigentlich völlig dämlich. Sowas macht man nicht. Ja. Wie gesagt, wenn dir das nicht passt, ich kann es nicht ändern. Ich habe die Zeit nicht dafür gefunden. Es war jetzt Weihnachten, auch mit Discord und so. Ja. Ich kann mich nur dafür entschuldigen, dass ich es nicht gemacht habe, aber ich hatte keine Zeit. Entschuldigung, dass ich auch noch ein Real Life habe. Weißt du? Ja. Habe ich den Schalter gemacht? Nein, ne? Oder? Habe ich den Schalter gemacht? Ich habe den Schalter gemacht, ne? Thank you. What's going on? Fucking hell, that hurt.
Ja, diese, vor allem diese egoistische Art, so weißt du. Ja, ich finde das jetzt nicht gut, dass du nicht jetzt drauf reagierst, weil du musst genau jetzt darauf reagieren, weißt du? Es ist mir auch egal, ob das im YouTube-Video nachher, im Endeffekt nachher drin ist. Tut mir leid für die Leute auf YouTube, aber ich könnte euch bei denjenigen bedanken, der hier gerade im Chat ist. Tut mir leid, nehme ich gerade so ein bisschen die Stimmung raus. Aber, weißt du, es gibt so Leute, die müssen immer sagen, geradeaus, worauf sie gerade jetzt Bock haben. Und der Streamer oder der YouTuber, der muss das genau dann machen. Und das ist sowas von asozial. Und Entschuldigung, dass ich das jetzt gerade mal erwähnen muss. Das, sowas macht man nicht. Ja, also, naja, gut. Wie gesagt. Muss das jetzt einfach mal loswerden. So, was machen wir denn? Ich würde sagen... Oh, I forgot to call the landlord. Switch. Mind doing that tomorrow? Manchmal sperrt der Automod einfach sowas. Hatte ich auch mal gehabt. Ja, das ist halt Automoderation. Ich kann es nicht ändern. Oder beziehungsweise, ja, ich kann es ändern, aber ich hatte dafür noch keine Zeit. Where are all the glasses? Und, geht das? weil man halt Real Life hat. No, thanks. No? Ja, ich hatte halt Pause, ne? Ich bin ja auch gerade dabei, wieder ein bisschen mehr einzurichten, ne? Weil ich ja jetzt gerade auch das neue Equipment bekommen habe. Ich hätte heute nicht streamen müssen, ne? Ich hätte auch einfach für mich privat ausprobieren können und tralala. Ne? Aber ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mal mit, teste das alles und nehme gleichzeitig für YouTube auf. Und ja, so, ne? Aber solche Leute will sie immer haben. Ne? Nein, nicht vor der Tür. So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Also, das Telefon haben wir, Messer. Wir können mit ihr reden. Pass auf, ich rede mal mit dem Time Loop über, also über den Time Loop mit ihr. I'm stuck in a time loop and genau. I can prove it. Right. So. Look, I know how your father died. How he really died. I don't know what you think. Better. It was Christmas Eve. He caught you sneaking out. He hit you. How could you? I couldn't, right? You told me in a previous loop. I... what? Look, I'm on your side. On my side? Oh, God. Look, I couldn't... I didn't know how to tell you. Please, talk to me. Dann reden wir nochmal mit ihr. Von den Achso. Fragen? Genau. Zweimal angeschossen. Wait. You said you only shot him once. But he was shot twice. What are you talking about? The cop guy. There's a cop. He's gonna come in a minute. What? A cop? Listen to me. Are you sure the gun only went off once? Yes, I shot him once. I didn't execute him. I didn't. I never wanted... Look, I can't prove it, but I'm sure. I only shot him once. Sie hat auf jeden Fall nur einmal geschossen. Das behauptet sie oder sagt sie. Aber ist das die Wahrheit oder nicht? Die Verbindung zwischen dem Polizisten und ihrem Vater erklären. Cop told me that he was there when your father bled out. I guess they were close. Fuck. What do we do? Sie bitten, die Tür nicht aufzumachen. Eine gute Idee, oder? Trust me, just don't open the door. Okay. Ja gut. Den Rest haben wir ja schon. Ich verzeih ihr. Lalalala. Okay. I need to think about this. Okay. Ja, was soll ich jetzt sagen? I understand. Just, if you want to talk, so do I. I wanted to tell you. So, then... Dass ihr verzeihst, lalala. Sie nach Einzelheiten, das wissen wir ja. Deswegen. I need to. Ja, ja, ja. Just. Ja. I can't take this silence. Schloss abschließen. Licht aus. God. So. Nein. Babe. Why did you have to ask me about it? Why did I tell you? Okay, tschüss, Schatzi.
So, dann... Excuse me, ma'am. Sorry? Will you follow me to your apartment, please? I'm with the police. Probieren wir das nochmal. No. Make a noise. And I'll break your arm. Back inside. Now. Thank you. What's going on? I have a warrant right here. This will go easier if you cooperate. Hold still. All right. All right. Let's... Help me. Will you come help me? Well, who come help you? Niemand. My wrist. So. Es kommt niemand. Someone is here. I don't know. This is a mistake. Babe, will you tell him? This is a misunderstanding. Look, I don't know. You don't have to handcuff me. We can talk this out. Er geht nicht ins Schlafzimmer, wenn You're sie gefesselt ist. Er geht nicht ins Schlafzimmer. I can't do this. Please, listen. This is more complicated than that. Don't fucking move. Okay, das geht nicht. Also. Fuck you! Sobald er reinkommt, sie gefesselt hat, kriegen wir ihn nicht down. Wir müssen sie betäuben und ins Schlafzimmer legen. Um ihn ins Schlafzimmer zu kriegen. Anders geht's nicht. Das heißt, ich nehme den Becher mit, die beiden. Das Messer. Die Kerzen würde ich einpacken. Einfach so, damit es dunkel ist. Damit es nicht wirklich aussieht, als wäre hier jemand. So, Tisch. Hi, Honey. No. I didn't hear you come in. Best night ever. Ja. Guess who made dessert? Yo. Let me know when you're in the mood. Ja. Ich gehe erstmal ins Badezimmer. Ich mach mich frisch. So, jetzt die Tabletten. Dann Tabletten in den Becher. Dann den Becher ins Becken. So. Und jetzt würde ich sagen, geben wir ihr Wasser. Hi, Honey. Sie hat ja Durst, ne? Oder? Genau. Oh, ja. Habe ich gerade aus der Tasche geholt, das Wasser. So. Gib mal her den Becher. Danke. Haben wir das mit dem Lichtschalter schon gemacht? Glaub nicht, ne? Okay. Gut. Dann. Willst du machen? Na gut. Ja, ja. Tired all of a sudden. Toilette kann ich eigentlich benutzen? Oh. Just gonna lie down for a sec. We'll talk later. Ja, okay. Alles klar, Honey. Toilette. Könnte in der Toilette was runterspülen sogar. Die Frage ist nur, was? Den Becher? Das? There isn't enough space to nicht genug platzt. Platz. Schlaftabletten vielleicht? Geht das? Okay, ich habe die Schlaftabletten entsorgt. Warte, Licht ausmachen. Tür zu machen. So. Dann hier Licht aus. Sie schläft. Die Sachen lassen wir mal bei ihr. Das ist nicht so das Problem. Dann machen wir hier zu. Und dann warten wir auf das, was da kommt. So. Now we wait. Genau. Open up. Ob dann 13 Minuten sind, wenn wir es geschafft haben? Also, dass die Uhr dann weiterläuft? Naja.
So, ding dong, ding dong. Come on, I know you're home. Open the door. Nö. Ist keiner da.